Willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Wir sind hier beim Quell der frischen Farben. Bowser Jr. hat seine Farben zurückbekommen. Nachspülbecken, Rückreise Gelegenheit zur Eingangsquelle. Ah, okay. Ne, erstmal möchte ich noch das hier schauen, was es ist. Ob es ein Radarraum ist oder ein Kaffee. Alle Löcher. Okay, es ist ein Kaffee. Mal schauen. Er sagt, wehe, ihr vergnügt euch. Geil. Sowas fühle ich. Hallo Mario. Mhm. Wie wär's mit einem ganz normalen schwarzen Kaffee? Her damit. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Das ist der beste Instant-Kaffee, den man für Münzen kaufen kann. Das war's? Wow. Wie spektakulär! Wow! Oh mein Gott! Umwerfend, herzergreifend. Ich kann nicht reden. Okay, haben wir dann alles hier? Eigentlich muss ich da nicht nochmal baden gehen jetzt. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier reingehe? Kommen wir alles im Eingang. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ah, dafür ist es da. Okay, ich sehe es schon. Okay, dann gehen wir mal zu unserem nächsten Ziel. Und zwar diese Gewitterwolke hier oben, die das Schloss beschützt. Die Festung, whatever. Schaut, Junge, der Fallschläger auf der Wolke, der uns den Eintritt in diese Festung verwehrt. Haha, und der soll da weg? Kleinigkeit, los, alle einsteigen! Okay. Ich sehe schon, wo das hin soll. Da wären wir. Mario, ich lege die Entsorgung dieses Rabauken in deine fähigen Hände. Ich werde dir von hier aus zu Mut rufen und um mein eigenes Leib und Leben zittern. Okay. Dann let's fight. Boah, die Mucke. Das ist kein normaler Fallschläger, Mario. Schau nur, wie um ihn herum Blitze knistern. Ja, wahrscheinlich. Hilf, jetzt kommt noch auch wenig Person von ihm herzu. Die sind ewig knuffig, findest du nicht? Ob das alles Brüder sind? Also nicht nur Zuma-Brüder? Ich finde sie jedenfalls total niedlich. Halt's Maul, die sind scheiße. So ein Bossfight ist das? Ach komm, leck mich am Arsch. Felder fassen, Männer! Hey, unsere Felder, das gilt nicht! Pa, ich nehme alles zurück, Mario. Hämmere sie bitte extra platt, diese fiesen Fallspieler. Hey, ihr gebt uns sofort diese Felder zurück. Die sind kein Spielzeug. Wisst ihr überhaupt, wie fies man mit sich ein Papier schneiden kann? Ja, was soll ich... Oh. Das hat mir ja noch gefehlt jetzt. Ich verstehe den Bossfight halt nicht. Ich muss jetzt überlegen, was ich tue. Passt. Na, mal schauen. Ich habe keinen Plan, was passiert. Hol die fehlenden Felder zurück, indem du die Fallschergen besiegst, die sie an sich gerissen haben. Okay. Oh nein. What the hell? Hä? Als ob die sagenhaften Stiefel nichts dagegen tun können. Wow. Das ist mal zwei Felder, ernsthaft. Oh, shit. Alter, es reicht, what the fuck. Ich gehe sehr stark davon aus, dass ich die Pergamenta brauche. Und ich muss den einen Knopf killen, okay. Oha, es passt perfekt, lol. Sogar mit Double Damage. Easy. Gib ihm, Mario! Gib ihm böse!
So, her damit. Danke. Oh Gott, Alter. Es reicht. Fucking hell. So, habe ich irgendein Pergament im Feld? Ja, ich habe Erde. Okay. Versuchen wir es. Dann auch schön Double Damage. Let's go. Okay. Ein Double Erde. Let's go. Mal schauen, was es bringt. Erdpergamenter. Oh shit, was? Holy moly. Wait, what? What just happened? Was ist mit mir los jetzt? Wo bin ich? Ah lol, ich kann mich nicht hitten so, oder was? Lappen. Das hat ja gar nichts gebracht gerade. What the hell? Dann nehmen wir das... Wehe, du nimmst das Feuerpack. Du Sau! Die nehmen beide Pergamenton. Die nehmen nur die Pergamenton-Dinger. Ey, dieses Game, wenn das random ist, ist das absoluter Betrug. Was ist jetzt los? Ich kann halt nichts machen, ist das Problem, ne? Warte, passt das überhaupt? Ja. Ich muss einfach den Einschalter betätigen. Wetten, da passiert nichts. Obwohl, vielleicht kann ich ihn so treffen. Nee. Ja. Als ob die sagenhaften Stiefel, die gleichzeitig auch die besten Stiefel sind, keine Stachelabwehr haben. Ist ja mega dumm. Okay, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Aber auch nur ein bisschen. Sonst ist noch zu viel überlegen hier. Ja, das sieht doch gut aus. Dann noch ein Herz hinlegen. Warte, passt es? Ja, läuft runter, geht dahin, zack, dahin. Ja. Und jetzt noch ein Attackfeld. Nice. Nice, 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 nice. Ja, perfekt. So, und du kriegst jetzt erstmal ordentlich aufs Maul. Danke für das Feld. What? Oh mein Gott. Okay. Warte, läuft, geht weiter, läuft nach unten, geht dahin, läuft weiter, Brief nimmt er noch mit. Ja, okay, alles passt. Guck mal weiter. Da nach unten, läuft weiter. Nimmt den Brief mit. Erobere das Einfeld zurück und setze dann einen Fallkreis ein, um sie zu besiegen. Okay. Double Damage und Feuerpergamenton. Jetzt bin ich gespannt. Weil Erde hat ja nicht geholfen anscheinend. Was? Das war's? Ein bisschen Feuer? Ein bisschen Feuer? Ein bisschen Feuer? Was? Bitte was? Ein bisschen Feuer hat geholfen, da war's für... Okay. Sorry. Das war ja mal der dümmste Bosskampf ever. Juhu. Vorzüglich, Mario. Diese besichtigen Blitzkanonen schockieren so schnell keine unschuldigen Hofhexer mehr. Hurra, wir können endlich in die Festung hinein. Also, lieber. Wir können endlich in die Festung hinein, die grüne Luftschlange lösen. Hä?
Hey, und meinen Papa retten. Das ist das Wichtigste. Ach du Scheiße. Okay, erstmal Schnipsel einsammeln, weil ich bin nicht ganz voll, was Schnipsel angeht. Und ich speichere jetzt hier erstmal. Danke. Okay. Okay. Wo sind wir? Was ist hier? Oh, wer bist du denn? Hallo? Hm? Ich und dir festchecken? Aber wohin denn? Ich genieße nur die wohl herzallerliebste Landschaft. So, das denn jetzt? Ist das ein Händler oder so? Kann man bei dir was kaufen? Scheint's mir wie ein Händler. Hey, 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 hallo, 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 hallo. Du Sau, komm her. Aha. Was verkaufst du? Oh, scheiße. Her damit. Aber absolut her damit. Nice. Den anderen Scheiß... Was ist der Retro-Effekt da? Nein. 8000 kostet der Scheiß, was? Ich werde den aber mitnehmen. Der Retro-Effekt da. Warte, was stand da? Ändert die Geräusche beim Laufen, Springen und Hämmern. Was? Moment. Also, warte, erstmal das hier aufrüsten. Nice, jetzt haben wir fast alles hier. Ja. Wie dumm ist das denn? Das braucht doch keiner. Hä? Da Herr. Okay, gut. Speichern wir die Olga nochmal. Okay, ich schaue mich erstmal um die Festung rum noch um, weil es gibt ja vielleicht noch ein paar Schatzminis und Löcher zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, machen wir die Festung im nächsten Part. Weil der letzte so lang war, können wir jetzt ruhig mal wieder einen kürzeren Part machen. Und... ja. Was? Ich komme nicht hoch, also... soll ich denn da hinkommen sonst? Geht doch gar nicht. Ja. Sumo-Brüder-Boss-Folge als Schatz-Mini. Geil. Okay, hier ist nichts. Andere Seite. Da komme ich gar nicht hin. Hä, wie soll ich denn diesen Schatz-Mini da holen? Geht das überhaupt? Bestimmt irgendwo ein Weg hier, oder? Anscheinend nicht. Muss von hinten wahrscheinlich irgendwo dahin, ne? Okay. Ich versuch doch mal kurz hier links, weil vielleicht geht es da links noch weiter und dann kann man hinten rum und da ran an diese Kiste. Wir werden sehen. Sieht aber gerade nicht so aus. Okay. Dann haben wir alles um die Festung, bevor wir reingehen. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückgehen. Und warte, erstmal noch kurz Zubehör nachrüsten, weil, oder Ausrüstung, weil es gibt noch ein paar Sachen, die wir... Warum sind da, gehen diese Hämmer nicht kaputt? Es gibt vielleicht noch Shops, wo wir was holen könnten. Kurz nochmal speichern, zur Sicherheit. Hier links waren zwei Shops, glaube ich. Warte, was ist da oben? Bis zur Hölle. Was ist mit dem Dude da? Geht's ihm gut? Hallo? Are you okay? Hey, ich mach gerade Pause. Oh lol. Hä? Bitte? What? What the fuck? Wie teuer ist dieser Scheißschatz Mini? Willst du mich verarschen? Wer zahlt für so einen Scheiß, oder?
Oh mein Gott, ist er scheiß teuer! Nein, 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 nein. Kein Kampf mehr jetzt. Okay, okay. Das war definitiv. Ja, okay, gut. Wir belassen es dabei. Ein bisschen kürzerer Part wieder, aber der letzte wird tausendmal zu lang. Im nächsten Part geht's weiter in Bowsers Festung. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.